Hallo Menschen, heute kommt der Liebster Award Buch Tag, glaube ich zumindest. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt der so, wenn man dann im Endeffekt diejenigen weiter taggen soll, die einem am liebsten sind und dann jeweils sich auch 11 neue Fragen ausdenken soll. Meine 11 Fragen und auch das getaggt werden kommen von Mimi Burg. Vielen, vielen Dank dafür und ich muss erstmal schauen, ob ich mir dann auch noch Fragen ausdenke. Ihre erste Frage. Welchen Booktuber bzw. welche Booktuberin möchtest du gerne mal persönlich treffen? Dazu muss ich kurz noch erwähnen, dass ich schon dezent sozial inkompetent bin. Zum Beispiel letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Ich meine, da war ich noch ganz, ganz frisch auf Booktube, aber da bin ich nicht zu dem Booktuber-Treffen gegangen, weil ich mich einfach nicht getraut habe und ich kann nicht besonders gut mit Menschen umgehen. Aber natürlich gibt es halt einfach welche, die mir hier sehr ans Herz gewachsen sind. Und wenn ich jetzt wirklich nur eine nennen darf, ich meine, prinzipiell möchte ich eigentlich ganz viele aus dem deutschsprachigen Bereich treffen, weil die mir jetzt so ein bisschen nahe gekommen sind. Aber diejenige, die halt auch so zuerst bei mir kommentiert hat und mir auch persönliche Nachrichten geschrieben habe und wo ich das Gefühl habe, also sie war ein bisschen näher da als ich, aber wir haben so zusammen hier ein bisschen angefangen. Das war definitiv Sophie von Versand und ich glaube, es ist auch gar nicht so unglaublich unwahrscheinlich, dass wir uns vielleicht doch irgendwann mal sehen. Sie wohnt in Berlin, ich in Dresden, irgendwo könnte man sich da schon mal treffen und deswegen jetzt Versand als Antwort. Als zweites dann. Welches Buch und die dazugehörige Filmadaption hat dir sehr gefallen? Das sind tatsächlich mehrere. Es wäre zum Beispiel The Road bzw. Die Straße von Cormac McCarthy. Ich habe den Film nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Ich weiß aber, dass der auch so schön drückend wie das Buch war. Und natürlich ist das Buch in dem Fall tatsächlich besser. Mir hat auch Der Herr der Ringe gut gefallen. Nicht Der Hobbit als Verfilmung. Eigentlich auch als Buch nicht so sehr. Aber die Der Herr der Ringe-Filme finde ich richtig gut. Natürlich auch die Extended-Version. Er hat er gut umgesetzt. Es ist eine gute Mischung aus Action und ruhigeren Szenen. Schöne Inszenierung hat er eigentlich ganz nett gemacht. Auch A Clockwork Orange finde ich sowohl als Buch als auch Film gut. Und um noch ein letztes zu nennen, eigentlich auch die Batman-Verfilmungen von Christopher Nolan und einige Comics aus dem Batman-Universum finde ich definitiv auch sehr gut. In der dritten Frage: Welches Buch möchtest du dir demnächst unbedingt kaufen? Das ist ganz, ganz sicher Das achte Leben für Prilka, denn da war ich letztens auf einer Lesung. Ich habe übrigens grandios darin versagt, irgendetwas von dieser Lesung zu filmen, sondern nahm nur vorher kurz den schönen Sonnenuntergang auf, dann den hübschen Raum, in dem das Ganze stattfand, filmte die Autorin dann 2 Minuten nach der Lesung beim Autogramm geben und filmte dann außerdem noch diese gruselige Statue aus Meißner Porzellan. Um aber auf das Buch zurückzukommen, das hat mich absolut überzeugt, was sie uns vorgelesen hat. Die Szenen ging oft so lustig los und das Publikum schmunzelte und dann passierte irgendetwas Grauenhaftes so innerhalb einer Seite und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese 100-jährige Familiengeschichte, die in Georgien beginnt. Das Ganze ist auch so 1280 Seiten lang und 34 Euro teuer, aber ich glaube, das ist es wirklich wert und ich habe dafür sogar meine eigentliche Planung, nämlich Schuld und Sühne im November oder so mal zu lesen, umgehauen, weil ich der Meinung bin, dass diese junge Autorin das eigentlich auch verdient hat, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Als viertes dann. Du bist in der Bibliothek von Hogwarts. Wäre deine Neugier so groß, auch Bücher aus der verbotenen Abteilung lesen zu wollen? Ja, klar. Also, was ist das für eine Frage? Natürlich. Ich meine, gut, wäre ich ein Muggel, würde mir das wahrscheinlich nicht besonders viel nützen. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Da würde ich alles dafür geben, da irgendwie reinzukriegen und würde mir irgendwas ausdenken, irgendwie lügen, mich reinschleichen oder sonst was. Als fünftes wird gefragt. Du hättest die Möglichkeit, einen Autor oder eine Autorin zum Kaffee trinken zu treffen. Wer wäre das und warum? Ich nehme in dem Fall an, ich darf auch Tote nehmen und wenn man schon so fantastisch wird, dann spielt wahrscheinlich auch die Sprachbarriere keine Rolle, denn ich bin immer noch so hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde wohl entweder Paul Celan oder Dostojewski oder Schopenhauer nehmen und so, denn die hatten einfach einen großen Einfluss auf mich. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil das nur männliche Autoren sind. Gibt natürlich auch viele Autorinnen, die mich interessieren, aber ich glaube, wenn ich wirklich nur einen mir wählen könnte, es wäre wohl doch Paul Celan. Würde den gerne mal kennenlernen. Ich hatte auch damals in einer Seminararbeit mal in seine Briefe hineingelesen und er scheint mir ein sehr interessanter Mensch. Als sechstes wird gefragt, hast du ein System in deinem Bücherregal? Es wird gerade voll dunkel, oder? Naja. Zum Beispiel Genre, Autor, Verlag oder darf es gern chaotisch sein? Nein, es darf auf keinen Fall chaotisch sein bei mir. Ich habe ein festes System. Es ist zuerst nach Genre sortiert. Dann nochmal alphabetisch nach Autor und sogar innerhalb eines Autors, wenn ich zum Beispiel verschiedene Hardcover oder Taschenbücher habe, dann kommen zuerst die gebundenen, dann die Taschenbücher oder
falls es zum Beispiel nur Taschenbücher sind, dann kommen zuerst die, die ich mehr mochte und dann die, die ich weniger mochte. Also bei mir ist mit so ein paar Ausnahmen, die ich euch schon mal in der Bücherregal-Tour gesagt habe, eigentlich alles sehr fest sortiert. Die nächste Frage möchte wissen, welches ist dein dickstes Buch und wie viele Seiten hat es? Also prinzipiell wäre das diese Zusammenfassung des Herrn der Ringe, die gehört aber eigentlich meinem Partner, weswegen ich die jetzt für die Antwort mal wieder in die Kamera gehalten habe, aber nicht wirklich zähle. Und wenn man jetzt wirklich rein von der Breite ausgeht, dann ist es diese Geschichte der Kriegskunst. Die ist aber viel kleiner und hat im Endeffekt auch viel weniger Seiten als diese gesammelten Werke hier von Nietzsche. Das waren auch irgendwie so 1350 Seiten und das ist wohl das dickste Buch in meinem Bücherregal. Als achtes soll ich das Buch zeigen, was ich aktuell lese, und zwar ist das auch ein relativ dicker Wälzer, nämlich Das gläserne Meer von Josh Weil oder so. Da bin ich jetzt vielleicht so ein Viertel oder Fünftel drin und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, aber schlecht ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Als neuntes soll ich beantworten, welche Booktube-Videos ich am liebsten schaue, und das sind bei mir definitiv die Rezensionen und dementsprechend auch die Lesemonate, denn prinzipiell sind das ja wie kleine Rezensionen und auch Diskussionsvideos. Ich schaue nicht so besonders gerne Neuzugänge, beziehungsweise eigentlich nur so in Abständen. Also ich mag es irgendwie nicht, wenn man das wirklich so monatlich immer wieder macht und sagt, das habe ich diesen Monat gekauft, ohne dass man da schon wirklich viel dazu sagen kann, denn man hat das ja noch nicht gelesen meistens. Und das ist übrigens auch, was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn man in Videos schon über ein Buch gelesen hat und das in einem Neuzugänge-Video später vielleicht trotzdem nochmal in die Kamera hält und sagt, das habe ich übrigens diesen Monat gekauft. Verstehe ich immer nicht so richtig. Und Tags finde ich eigentlich ganz nett zwischendurch, vor allem, weil man da halt mal Bücher in die Kamera hält, die man vielleicht so aktuell nicht bespricht, weil man sie schon vor einer ganzen Weile gelesen hat. Aber im Großen und Ganzen hauptsächlich Rezensionen. Als vorletztes kommt dann so eine absolute Totschlagfrage, nämlich welches Buch hat dir im ersten Halbjahr 2015 besonders gut gefallen? Und ich kann da nicht nur eins wählen, ich habe da so eine kleine Auswahl jetzt mal getroffen. Ich habe übrigens zu fast allen von denen auch eine Einzelrezension gedreht. Das erste wäre Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Krasnova. Das ist eine Empfehlung für all diejenigen von euch, die gerne auf eine nicht klischeehafte Weise von Leuten mit Migrationshintergrund lesen möchten, auch über schwere Erschütterungen in der Kindheit und ein gutes Selbstverständnis von Menschen. Als zweites wäre da Ancillary Justice von Anne Leckie, ist vermutlich mein liebstes Science-Fiction-Buch dieses Jahr, hat schöne feministische Untertöne. Außerdem Die Straße von Cormac McCarthy. Ich hoffe, das hatte ich noch im ersten Halbjahr gelesen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch eher Juli war, aber auf jeden Fall für alle von euch, die gerne so postapokalyptische, düstere, depressive Geschichten lesen. Dann noch The Grace Keepers von Kirsty Logan, ein sehr traumhafter, märchenhafter Roman, der in einer überfluteten Welt spielt. Die Gedichte von Hilde Domin. Jetzt, wo ich die in Kamera halte, bin ich mir relativ sicher, dass ich die erst im August gelesen habe, dass das also doch eher das zweite Halbjahr ist. Auf jeden Fall gibt es da so ein allgemeines Lyrik-Empfehlungsvideo, in dem die vorkommt. Und zu guter Letzt hätten wir noch Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada. Das habe ich mit besagter Sophie von First Hand gelesen. Ich glaube, das war sogar unser erstes gemeinsames Lesen und ich habe es sehr, sehr gut in Erinnerung. Es handelt prinzipiell vom Widerstand der kleinen Leute während der NS-Zeit. So. Und am Ende wird gefragt, ob ich kommendes Jahr auf die Leipziger Buchmesse fahre. Und ja, es ist zumindest geplant. Manchmal kommt ja so ein bisschen Erwachsenenkram dazwischen und ich kann mir vielleicht doch keinen Urlaub nehmen, aber ich möchte auf jeden Fall hin. Ich bin eigentlich auch, ich war jetzt bestimmt schon so 9, 10 Mal auf der Leipziger Buchmesse, möchte da wieder gerne durch die Hallen wandeln und eventuell kann ich diesmal auch Leuten von euch Hallo sagen oder so. Mal schauen. Das waren alle Fragen. Ich muss zugeben, zum Zeitpunkt, als ich das drehe, habe ich mir noch keine neuen Fragen ausgedacht. Falls ich das mache, werde ich auch hier 3 Menschen taggen, aber ich muss erstmal schauen, ob ich gerade so viel Fantasie habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal.